Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von DSTV. Mein Name ist Emma Stabel und ich freue mich, dass Sie auch diesmal wieder eingeschaltet haben. In wenigen Wochen treffen sich in Dresden die Finanzminister und Notenbankchefs der G7-Staaten. Globalisierungskritische Initiativen haben bereits Proteste gegen den Gipfel angekündigt. Im Fokus der Kritik steht einmal mehr das umstrittene Freihandelsabkommen TTIP. Die Bundesregierung wie auch die amerikanische Seite drängen auf einen zügigen Abschluss des Abkommens, das weitgehend hinter verschlossenen Türen ausgehandelt wird. Kein Wunder. Sieht TTIP doch vor, die Gesetze und Standards in der EU und den USA so anzugleichen, dass unser Verbraucherschutz zur Makulatur wird. Doch es sind nicht nur Genmais und Chlorhühnchen, die einem schwer im Magen liegen. Letztendlich geht es um viel grundsätzlichere Fragen. TTIP bedeutet einen weiteren Anschlag auf die Souveränität der europäischen Staaten und einen Versuch, uns eine Wirtschaftsphilosophie überzustülpen, die von immer mehr Ländern zu Recht kritisiert wird. Warum gerade die nationale Opposition hier deutlichen Widerspruch anmeldet, erfahren Sie jetzt. Das malerische sächsische Elbland ist bekannt für seine lange Weintradition. Qualitätsweine, wie der nur in der Region angebaute Goldriesling, erfreuen sich weit über die Grenzen Sachsens hinaus großer Beliebtheit. Hier schenkt man den Menschen, im wahrsten Sinne des Wortes, reinen Wein ein. Doch, damit könnte bald Schluss sein. Mit dem Freihandelsabkommen TTIP drohen bewährte Standards zu kippen. Und das ist nur eine von vielen negativen Folgen, mit denen wir zu rechnen haben. In einem Staat gibt es Gesetze, die die Verbraucher schützen. Jeder weiß ganz genau, was in seinem Einkaufskorb landet. Jetzt kommt TTIP oder TTIP. Damit bekommen wir Produkte wie Chlorhühnchen oder Masthormonfleisch und genetisch veränderte Lebensmittel. TTIP steht für eine transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft. Politiker sprechen von einer Harmonisierung. Die Verhandlungen dazu finden hinter verschlossenen Türen statt. Ziel ist es, die europäischen Staaten zu wirtschaftlichen Kolonien internationaler Großkonzerne zu machen. Hohe gesundheitliche und ökologische Standards stören da nur und werden abgeschafft. Es sollen spezielle Schiedsgerichte geschaffen werden, an die sich die Konzerne wenden können, wenn sie durch irgendwelche Gesetze ihre Profite sinken sehen. Auch Gentechnikkonzerne können jetzt mit großer Erfolgsaussicht gegen aufkommende Verbote klagen. Investitionsschutz ist im Grunde nichts anderes als die Abschaffung der Handlungsfähigkeit und Souveränität der Staaten. Auch Deutschland kann genetisch veränderte Lebensmittel dann nicht mehr verbieten. Mit dem Wegfall der Kennzeichnungspflicht enthalten unsere Lebensmittel unerkannt gesundheitlich bedenkliche Substanzen. Dann weiß niemand mehr genau, was in seinem Einkaufskorb landet. Was die Politiker hinter schönen Begriffen wie Investitionsschutz und Harmonisierung verstecken, ist nichts Geringeres als das Ende der staatlichen Handlungsfähigkeit und des Verbraucherschutzes in Europa. Wir Nationaldemokraten lehnen TTIP kategorisch ab, weil es nur den großen Konzernen nützt, den Staaten und Menschen aber schadet. TTIP bedeutet für uns alle schwerwiegende Nachteile. Das weiß auch der Chefredakteur der Deutschen Stimme, Peter Schreiber, der in Strehler für das Amt des Bürgermeisters kandidiert. TTIP bedroht nicht nur die nationalstaatliche Souveränität, auch die kommunale Selbstverwaltung ist betroffen. Auf allen Gebieten der öffentlichen Daseinsvorsorge, wo private und öffentliche Anbieter miteinander konkurrieren, kann dies Auswirkungen haben. Sei das bei den Stadtwerken oder sei das bei den Themen Nahverkehr, Bildung, Gesundheit und Kultur. Selbst die Sparkasse könnte privatisiert werden. Die Landkreise und Städte und Gemeinden ihren Einfluss auf öffentliche Einrichtungen Stück für Stück verlieren. Unser aller Leben wäre davon betroffen. Unterstützt wird Schreiber vom wirtschaftspolitischen Sprecher der NPD, Arne Schimmer, der als überzeugter Globalisierungskritiker von rechts TTIP verhindern will. TTIP ist ein brandgefährliches, neoliberales Trojanervirus, mit dem die Wirtschaftsordnung der USA auf die Nationen Europas übertragen werden soll. Zum einen sollen Konzernen Klagerechte gegenüber Nationalstaaten eingeräumt werden. Zum anderen findet TTIP in klandestinen Geheimrunden statt, unter Ausschluss der demokratischen Öffentlichkeit, in denen die Bestimmungen dieses Freihandelsabkommens verhandelt werden. Wir Nationaldemokraten wollen keine Wirtschafts-NATO, keine Wirtschaftsunion mit den Vereinigten Staaten, sondern wir wollen einen Handel mit den Staaten Asiens, mit Russland, mit den aufstrebenden BRICS-Staaten, mit Russland, China und Indien.
Und wir wollen die Demokratie vor dem Krebsschaden durch dieses Freihandelsabkommen bewahren. Die NPD hat ein neues TTIP-Faltblatt im Angebot, das auch in größeren Mengen beim Materialdienst der Partei angefordert werden kann. Im Gegensatz zur Bundesregierung sind wir der Überzeugung, dass die Politik sich nicht an den Interessen der Konzerne, sondern an der Lebensqualität der Menschen auszurichten hat. Dass nicht die Konzerne vor den Staaten, sondern die Souveränität der Staaten vor den Konzernen geschützt werden muss. Dass für Mensch und Umwelt gefährliche Substanzen nicht zugelassen werden dürfen. Und dass der deutsche Sozialstaat vor der geplanten Dumpingpolitik bewahrt werden muss. Nur die NPD steht für das Konzept einer raumorientierten Volkswirtschaft, die die Interessen des regionalen Handwerks und der kleinen und mittleren Unternehmen gegen Großkonzerne und Finanzindustrie verteidigt. Deutliche Worte und zugleich auch der Schluss unserer heutigen Sendung. Möchten Sie die STV unterstützen, dann abonnieren Sie die Deutsche Stimme auf der eingeblendeten Internetseite oder werden Sie Förderer unseres Projektes. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Ihre Emma Stapel.